Ja, heute melden wir bei euch mit einer etwas speziellen, ausgefallenen Kombination von der Marke Blutsgeschwister. Aber ich glaube, gerade jetzt braucht es wirklich eine Prise Mut, Farbe und einfach etwas anderes, für das wir durch die Zeit kommen. Ein mega leichtes, gebiges, bequemes Mäntel im aktuellen Garo. Und Blutsgeschwister übrigens ist europäisch produziert. Auch das ist etwas, das ich denke, das wieder mehr Bedeutung wird finden. Tut fair und auch ökologisch produzieren, ist ein Berliner Label. Und darunter seht ihr jetzt eine ganz leichte Baumwollhose. Blutsgeschwister steht für coole andere Musterungen. Hier findet ihr nie das gleiche Muster bei einem anderen Lieferant, alles selber designt und immer mit einem schönen Strickpullover kombiniert, mit einem Herzchen drauf. Auch das als Zeichen vom positiven Denken in dieser Zeit. Und hier jetzt mal den Sneaker nicht in weiß, sondern in rot dazu. Und jetzt lege ich dann noch gerade in gleichen Musterung das Kleid dazu an. Ja, und jetzt zeige ich euch aus dem gleichen Programm von Blutsgeschwister noch das Kleidchen. Die sind immer sehr schön tailliert, unter anderem ein bisschen feminin ausgestellt, mit der Pariser-Musterung, mit dem Eiffelturm etc. Auch für gute Laune. Und eben jetzt habe ich das Täschchen, das ich vorher als Bauchtäschchen hatte, einfach mal so wie in Form von einem Klatschtäschchen nur in den Händen. Sehr schön wäre jetzt natürlich noch, wenn ich Negurot lackieren würde. Auch wieder das feminine kurze Jäckchen dazu. Und ein Schuh, der optisch ein bisschen streckt mit dem Absatz. Und probiere ich hier immer in den Kombinationen Farbwiederholungen zu machen. Jetzt den Schuh und das Täschchen drum in Weiss. Nachher in Musterung habe ich rot und wieder das rote Jäckchen dazu. Eben, dann kann man es natürlich mit dem Nagellack etc. und dem Schmuck, Kohlschmuck etc. auch die Sache noch weiter spinnen und die Farbwiederholungen ganz gezielt machen. Und dann seid ihr sicher immer strahlend in eurem Auftritt. Ich wünsche euch einen ganz guten Tag.